Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 19 zusammen mit Miri und mit schlechte Witze Blauli McMauli. Ich bin nicht schlechte Witze. Oh, ihr seid arschig. Juhu! Letzte Folge gab es eine Intervention wegen Blaulis schlechten Witzen. Ja. Und Blauli, wie weit bist du schon mit dem Kalken? Ich fülle gerade die Kalkerino auf hier. Okay, wunderbar. Finde ich gut. Kannst du die Zeit hochstellen? Sagst du bitte Bescheid, wenn du fertig bist mit dem Kalken. Nur ein bisschen, dass ich die Pferde ausreiten kann. Hä, kannst du die Pferde nicht in der Nacht ausreiten? Doch, kann ich, aber dass sie auf Null zurückgesetzt werden und das werden sie erst um 24 Uhr. Ach so. Sonderwünsche, Sondergleichen, ey. Ja, aber wenn du das machst jetzt schon, dann kannst du ja später in deiner nächsten Folge gar nicht mehr reiten. Oh nein. Das wollen doch die Leute unbedingt sehen bei dir. Ja, vorletzte Folge bin ich schon die ganze Folge geritten. Dann hauen sie mich nur, wenn ich wieder das Gleiche mache. Oh nein, also das ja gleiche. Bei mir beschwert. Bei mir kommen sie dann immer hin. Oh nein, du machst jetzt zum 18. Mal Fortwirtschaft in der Folge. Das ist schlimm. Nein, also ich nehme eure Kritik natürlich ernst. Kritik gerne an admin@zweigl.de. Wer den Witz nicht versteht, sollte auch die letzte Folge sehen. Kritik an @earlyboy.de. Genau. Da kommt das garantiert an. Ja, hundertprozentig. Auf jeden Fall. Eilinger auf jeden Fall. Ach, auch nicht schlecht. Also, wir haben mittlerweile übrigens... ich glaube nicht, dass er das getan hat bis jetzt. Ich muss mich erst als Admin einloggen, das ist nicht so einfach. Schreib mal eine E-Mail an Admin. Wir hatten jetzt endlich die Auswertung, oder gestern kam im Real Life jetzt, wo wir es aufnehmen, die Folge raus mit dem Hartz IV. Ich konnte jetzt so ein bisschen abschätzen, wie ihr über das gesamte Thema gedacht habt, über das gesamte Thema denkt. Ja, also 99% der Kommentare waren relativ verständnisvoll. Eins der Kommentare, auf das ich jetzt nicht unbedingt weiter eingehen möchte, war eine Theorie, dass Hartz-IV-Empfänger einfach am Tag 30 Sozialstunden leisten sollen, was ich rein zeitlich interessant finde bei 24 30? Stunden am Tag. Warte, was? Oder war das in der Woche? Ich weiß es nicht ganz genau. Muss ja in der Woche sein. Dass die Leute danach dann gar keine Hartz-IV-Empfänger mehr sein wollten und das impliziert halt wieder, dass da wieder die Nachricht nicht verstanden wurde. Aber okay. Das ist trotzdem... Kann ja einfach eine These hingestellt sein. Lass mal einen Hartz-IV-Empfänger 30 Stunden in der Woche Sozialstunden leisten. Du wirst feststellen, dass ihm das nicht einen einzigen Millimeter weiterhilft, dabei einen Job zu finden, in dem er wieder Eingliederung findet, wo er gut bezahlt wird. Oder wo er so bezahlt wird, dass er davon leben kann. Aber, da wie gesagt, Thema verfehlt. Wir wissen jetzt aber, über welche Themen wir heute theoretisch reden können und über welche nicht. Ihr seid also einigermaßen gewappnet, auch für bösartige Themen. Und ich würde das Thema heute dann ganz gerne doch angehen. Wir hatten es neulich schon mal mit den illegalen Substanzen, die Blauli zu sich genommen hat, im Kindesalter, Center-Shocks durch die Nase ziehen und so Zeug, mal angesprochen. Und ich würde heute ganz gerne in dem Zusammenhang über die Legalisierung von Cannabis und unsere Gedanken dazu sprechen. Aber das gleiche Thema. Nee, ist nicht dasselbe Thema. Nein, ist es nicht. Es ist ja ein klares Statement, was wir davon halten würden, wenn Cannabis legalisiert werden würde. Okay. Das ist eine gute Meinung. Vertrete ich auch so. Was ist deine gute Meinung? Die Stille. Die Stille? Okay, also ihr wollt dazu nichts sagen. Ich sehe das sehr gespalten. Es ist schwierig. Ich sehe das sehr gespalten. Ich weiß, dass Patienten zum Beispiel mit Cannabis sehr, sehr gut leben können. Die Schmerzen eben auch damit therapierbar sind. Dass Cannabis nicht so extrem schädlich ist, wie das dargestellt wird, oder dass das allgemein nicht so schädlich ist, wie das immer dargestellt wurde, ist uns mittlerweile, glaube ich, ist vielen Leuten sehr bekannt. Ja, das haben wir ja schon besprochen, ja. Klar. Was aber definitiv noch der Fall ist, ist, dass es trotzdem immer noch diesen Fall gibt, dass man bei einem Überkonsum von Cannabis, wie bei jedem anderen Überkonsum, in sehr realitätsfernes Verhalten geht und so ein bisschen eine Arschleckenstimmung gegenüber allem entwickelt. Im Endeffekt das Gleiche, was du über 40 Jahre im Beruf entwickelst, entwickelst du dadurch Cannabis relativ schnell. Es gibt auch Leute, die Psychosen durch Cannabis und so weiter kriegen. Es gibt Leute, die von Cannabis zum Beispiel überhaupt nicht affektiert werden, wie meine Mutter zum Beispiel. Nach ihrer eigenen Aussage, ich habe jetzt nicht unbedingt mit meiner Mutter eine gezogen, aber... Ich wollte gerade sagen, aber weißt du so genau? Weil die mir das erzählt hatte. Nach ihrer Aussage hatte das Zeug damals keinerlei Wirkung. Ich persönlich muss auch ehrlich sagen, ich habe noch nie an solchen illegalen Substanzen genuckelt.
Ich habe es bis jetzt nie gebraucht. Ich kenne aber Leute, die das konsumieren, das Zeug. Haben wir schon mal drüber geredet. Ich finde es jetzt bei Gras nicht so extrem schlecht. Ich hatte hier sowohl ein Positiv- als ein Negativbeispiel bei mir im näheren Umfeld. Deswegen, wir hatten einen Nachbarsjungen mit seinen Kollegen, der regelmäßig besoffen und bekifft war und der dann irgendwann einen sehr absurden Sinn für Humor entwickelt hat und zum Beispiel auf Kinderwägen hier, die im Hausflur standen, blind eingestochen hat oder sowas, ohne sich ganz sicher zu sein, dass da nichts im Kinderwagen ist und sowas. Das ist aber, wie gesagt, nicht repräsentativ für den Drogenkonsum von Cannabis jetzt in dem Fall, sondern einfach davon, dass es Leute gibt, die dann auch trotzdem unter dem Einfluss immer noch Blödsinn machen. Das beruhigt nicht immer jeden. Ne? Naja, also aus medizinischer Sicht ist es ja auch mittlerweile schon weitestgehend erlaubt, ne? Ja, also medizinisch, es gibt ein paar Krebstab-Patienten, ein paar Schmerztabletten, die das so nutzen können. Ich glaube, gegen Fibromyalgie wird es im Allgemeinen auch eingesetzt, teilweise. Bei auf jeden sehr Fall. Vielen chronischen Schmerzen ja. Kann das unter Umständen helfen. Also es hilft, glaube ich, auch nicht jedem, ja. Aber einigen Leuten hilft das tatsächlich sehr gut, mit den Schmerzen gut oder besser klarzukommen. Dafür ist es auf jeden Fall super. Also ja. Das Einzige ist halt wieder, die Frage ist halt, ich meine, die Leute, die es brauchen, um mit Schmerzen klarzukommen oder die es brauchen, um ihren Mut im Endeffekt aufrechtzuerhalten oder sowas, die kommen ja heutzutage schon an das Zeug. Wäre es dann nicht sogar intelligenter, das Ganze zu legalisieren in einem kontrollierten Rahmen, auch wirklich besteuert, dass wir dadurch teilweise eben Geld verdienen und den Dealern nicht unbedingt die Chance geben, da irgendeinen Fremdstoff reinzumischen? Naja, aber soweit ich weiß, ist das, das Zeug, das du medizinisch verschrieben kriegst, hat diesen Wirkstoff nur ganz gering drin, der tatsächlich heil macht. THC oder welcher? Ich meine, ja. Es ist jedenfalls so, dass das dich eigentlich nicht heil macht, das, was du medizinisch verschrieben kriegst. Es hat nur die Schmerzen. Aber es hilft trotzdem bei Schmerzen. Ja. Genau, das gibt's dann, weiß ich nicht, als Tropfen, die du dir auf die Zunge tropfen kannst oder sowas, soweit ich weiß, zum Beispiel. Es gibt auch medizinisches Zeug in Deutschland, das du rauchen kannst. Also das dann mit Knollen gemahlen wird. Stimmt. Ja. Aber ich glaube, da ist meistens der Teil des Wirkstoffs nicht so drin, wie wenn du das jetzt bei einem, keine Ahnung, Dealer kaufen würdest. Ja. Wer hat denn da Kontakt dazu? Ich nicht. Also Dealer, also ein Kindheitsfreund von mir hatte zwei ältere Geschwister, die einigermaßen einen an der Waffel hatten. Wenn es da geklingelt hat, ist es an meinem Geburtstag, wo ich. Ach, da hast du ein Geburtstagsgeschenk gekriegt. Cool. Da habe ich am Geburtstag, wo ich 15 geworden bin oder so, hatte die Polizei bei mir geklingelt und hatte sich verklingelt. Und hatte dann eben, hat gedacht, sie hätten bei uns geklingelt und hat dann eben gesagt: Guten Tag, sie stehen leider im Telefonbuch. Ich glaube, das war irgendwie das eins meiner Mofas oder so. Dass ich abgestellt hatte auf einem Parkplatz, 2 Meter ins Gebüsch getragen wurde oder sowas. Und dass ich deswegen verständigt werden musste, weil das als Diebstahl schon gilt, wenn du das 2 Meter wegbewegst. Auf jeden Fall hatten die bei der falschen Familie geklingelt und zwar unten drunter von einem guten Kollegen von mir. Und da hast du nur gemerkt dann, komisch, da ist irgendwas zu Bruch gegangen. Also da hieß es dann Polizei hier und dann ist schon die Balkontür aufgegangen und eine Pflanze runtergeworfen worden. So ganz panisch. Das ist super clever. Das dann wegzuwerfen. Einfach rausschmeißen. Oh, das ist so dumm. Das ist nicht meins, das lag ja schon. Ja. Das fand ich super lustig. Also die waren so ein bisschen durch. Aber trotzdem sonst so im Allgemeinen Ich hab jetzt nicht unbedingt viele negative Erfahrungen sonst außerhalb davon mit Leuten gemacht in der Hinsicht. Ne? Also an das Zeug Leute, rankommen. Die YouTube-Kanal komplett drauf aufbauen. Zum Beispiel etwas seltsam. Ein YouTube-Kanal direkt drauf aufbauen. Ja, in dem Fall dann einfach mal heute mal kein Early-Mobbing, sondern Masi-Mobbing. Ja. Nein, also das fand ich dann auch, war auch relativ interessant, aber es ist ja seine Geschichte gewesen damals, muss man klar und deutlich sagen. Pushe ihn da nicht rein. Es war aber trotzdem gewagt, mit einer Minecraft-Community theoretisch oder mit einer jungen Community, auch wenn man sich nicht in seiner Community beschränken lassen sollte, hat man trotz alledem eine gewisse Funktion Verantwortung. Und Verantwortung, ja. Und dann ist es halt, wir kennen den Altersdurchschnitt von den Empire-Zuschauern, die da dazugekommen sind, ungefähr. Es ist sehr unverantwortlich, über solche Themen in so einem normalen Tonfall zu sprechen. Ich bin nicht dafür, dass man es komplett bösartig macht oder dass man da super vorsichtig rangeht, aber das war dann doch teilweise verherrlichend dargestellt, wie halt manche Leute das interpretiert hatten und das dann auch nicht gut fanden. Also er hat ja seinen Backlash dafür bekommen. Ja? Das ist jetzt, er hat seinen Backlash von der Community bekommen, das ist also relativ okay. Gemischt angekommen damals, das Video.
Es ist ja aber trotz alledem komplett seine Sache. Also das ist, um das ganz deutlich zu sagen. Deswegen, ich hätte es in dem Moment nicht so gemacht. Es gibt ja auch relativ große Kanäle wie Open Mind und sowas, die das machen. Über Drogen im Allgemeinen reden. Ich glaube, da geht es dann gar nicht darum. Im Positiven oder im Ausprobieren? Oder im Ausprobieren und sowas. Oder im Ausprobieren, so Erfahrungen davon mitteilen und ein bisschen das Aufklärungsarbeit krass, dazu. Ne? Aufklärung ist halt wichtig, ne? Ja. Irgendwo. Es gibt auch einen Kanal, ich weiß gar nicht, wie er hieß, den habe ich eine Zeit lang geguckt, sogar relativ aktiv, mit einem sehr, sehr sympathischen, über 50-jährigen Internetblogger, der eben so Sachen vorstellt, so Maler und sowas für Cannabis, so Mühlen, und der das eben auch medizinisch zu sich nimmt und ich da auch allgemein. Nee, Künstler, nicht nee, Maler, der auf Cannabis raucht und dann mal Bilder mal. Ja, also Maler. Der ist da bei einem Verein mit dabei, die einen YouTube-Kanal betreiben, die wirklich für Aufklärung und sowas in dem Bereich sorgen, die das halt im Standard von den deutschen Gesetzgebungen machen. Und sowas. Ich weiß bei Gott gerade den Kanal nicht. Wenn ich dran denke, ich meine, das ist meine Folge, ich verlinke euch den Kanal mal unten. Ich fand das einfach nur im Allgemeinen relativ interessant zu sehen. Das ist jetzt keine Aufforderung, dass ihr da unbedingt vorbeischauen sollt oder so, aber wenn ich schon davon rede, die haben halt auch eine gewisse Aufklärungsarbeit, wenn ich mich nicht ganz täusche, auch mit Öffentlich-Rechtlichen abgestimmt, wenn ich nicht... Kann sein, dass da ist irgendwas runtergefallen. Was sind die Dinge von meinem Schreibtisch werfen? Ja, ich war es nicht, by the way. Ja. Du gehörst dazu. Du gehörst dazu. Juhu! Du musst dich einfach angesprochen fühlen. So ist es. Katze ist doch unsere Katze. Er hat schließlich ein Video gemacht, wo er sich vorgestellt hat. Ja, genau. Kanal. Ihr habt eine hässliche Katze. Das war immer noch das beste Kommentar. Das war ein gutes Catty-Minute. Ja, das ist gar nicht so gemein. Katze, nimm dir das nicht zu Herzen. Das war mein Grund, warum wir würden dir das niemals ins Gesicht sagen. Ja, nein. Ihr denkt das nur. Ja, das richtig. Musst dir keine Sorgen schön machen. Sehr schön, sehr schön. Ja gut, Blauli McMauli hat sich jetzt hier gedacht, okay, ich bin Blauli McMauli, ich mehr hier nicht zu Ende, ich kalk jetzt lieber. Mimimi. Ich muss ja. Hast du fertig gekalkt? Ja. Ja, jetzt kannst du mal hier weiter mähen, bitte? Nee, kann ich nicht. Hier nochmal kalken. Nein. Warte mal, er ist mit Kalken fertig. Jetzt hat er seinen Freischein, ne? Genau. Oh, Lauli McMauli. Ich möchte dich darüber informieren, dass die Kasse nicht von uns geführt wird, sondern von Mia und von Nish, und wir keine Befugnis hatten, das mit dir abzuklären. Wir können jetzt dir keinen Freifahrschein geben. Du hast den schlechten Witz machen lassen, ha? Dann hätte er gedacht, wir haben ihn doch schon die Arbeit machen lassen. Das ist doch schon genug, oder nicht? Ja, aber nein, finde ich nicht. Ihr seid gemein. Er macht irgendwann wieder seine schlechten Witze. 100%. Ich mach am besten gar keinen Witz mehr. Alles jetzt hier ja, ernst. So das war das, was die erste ernsteste Landwirtschaftssimulator der Welt. Wir pflügen und säen jetzt hier das Feld. Der Ernst-Simulator. Und, Ja, dann mach. Wir haben keinen Spaß beim Landwirtschaftssimulator. Okay. Ist das jetzt ein Front gegen Leute, die Landwirtschaftssimulator Series spielen? Egal, wir weichen vom Thema ab. Ja, okay. Ich fasse nur ganz kurz meine Meinung ganz kurz zusammen. Legalisierung von mir aus gerne. Mit der nötigen Aufklärung dazu. Und möglichst mit einer besseren Aufklärung zu den Gefahren, als es die Raucher und die Alkoholindustrie zulässt. Das wäre mein Wunsch. Aber ich glaube, die Raucherindustrie ist sowieso, die Tabakindustrie ist sowieso dagegen. Die hatten, glaube ich, auch dagegen gewotet und sowas. Also hatten da auch ihre Lobbyismusfragen immer schön auf die abgesetzt. Dass die damit Probleme haben, ist irgendwo klar, ne? Ja. So ähnlich wie Artikel 13 jetzt, ja. Genau. Also, gut, das wollte ich nur dazu sagen. Jetzt könnt ihr eure Sachen dazu sagen. Ihr könnt weiterreden. Ich wollte das nur ganz kurz, nicht, dass wir es vergessen, weil ich wusste, dass ich das nachher vergesse, die Conclusion. Das ist für dich so wichtig. Ja, also abschließend so, hey, wir reden heute über das Thema, reden 20 Minuten über das Thema, haben keine Conclusion zum Thema. Ist halt schon so ein bisschen strange, findest du nicht? Mir ist das neulich in einem Video aufgefallen, in einem anderen, in der Folge Catrian, die ich aufgenommen habe. Habe ich am Anfang angefangen, hey, wir machen heute das. Ach, jetzt ist noch das dazwischen gekommen. Jetzt war ich gerade noch das dazwischen gekommen. Ja, Leute, ciao, macht's gut. So scheiße. Und du hast nichts zu nehmen. 50 Minuten okay. Folge und wir haben den ersten Teil, den ich angesprochen habe, gar nicht gemacht. Toll. Katze ist, okay, egal. Katze ist fein. Also, ich kann dazu nur sagen, aus medizinischer Sicht, und weil ich halt auch mal gehört habe, soll sogar bei Migräne und so helfen, von mir aus ja, aber nur so aus Spaß an der Freude, ich glaube nicht unbedingt. Aber ob man jetzt Alkohol trinkt, was auch unglaublich süchtig machen kann, oder? Ja, ich kann halt nicht so...
also ich habe noch nie Leute erlebt, die das gemacht haben. Man müsste halt mal wissen, wie sind die drauf, wie reagieren die, wie gehen die mit der Umwelt um, wie gefährlich sind die für die Umwelt und für ihre Mitmenschen. Einfach um dann beurteilen zu können, ist das. Wenn du bekifft bist, recycelst du dann noch? Das ist eine wichtige Frage. Der Schnellmehrwegflasche. Warum schmeißt du die in den Müll? Oh Gott. Entschuldigung. Ich denke, man wird es aber auch immer kombinieren. Man wird halt nicht nur Cannabis rauchen, sondern man wird dann wahrscheinlich auf einer Party gleichzeitig noch Alkohol trinken und whatever. Du meinst, wie man raucht und sauft gleichzeitig? Ja. Ja, gut. Na, dann wären wir beim gleichen Thema. Der einzige Unterschied ist, dass Alkoholiker oder Leute, die unter Alkoholeinfluss sind, meistens eine weit gedämmtere Hemmschwelle haben. Genau. Also von den Leuten geht mehr Gewaltpotenzial aus, als von jemandem, der als Couchpotato in der Ecke sitzt und sich erstmal einen wegsnifft. Das glaube ich allerdings auch. Weißt du, der Unterschied? Zugfahren ist schon immer eine sehr unheimliche Erfahrung. Ich glaube, die anderen würden da nicht so unheimlich sein. Also, keine Ahnung. Ja, die können schon ziemlich unheimlich sein, aber weißt du, das Schlimmste, was dir da passieren kann, ist, dass die auf einmal langsam reden. Das Schlimmste, was dir bei einem Besoffenen passieren kann, ist, dass der dich zutextet, eine Antwort erwartet. Es gibt Leute, die Psychosen entwickeln, ja. Ja gut, aber das ist ja was anderes. Das hat auch mit genetischer Veranlagung wieder zu tun. Ob du das kriegst oder nicht. Na, das kann zum Beispiel kann es im Extremfall Schizophrenie auslösen, wenn du das nimmst. Ja. Cannabis. Wenn du halt die genetische Veranlagung hast, weißt du aber nicht davor. Hat auch nicht der größte Teil der Bevölkerung, aber es kann halt passieren und das musst du halt zum Beispiel auch wissen. Okay. Aber das Gleiche wie manche Leute ist wahrscheinlich extrem toxisch, wegen ihrem Nieren- oder Leberschäden auf Alkohol reagieren, die da vielleicht auch nicht viel von wissen. Oder Leute, die ihre Hemmschwelle bei Alkohol schon nach den kleinsten Mengen zum Beispiel verlieren und dann anfangen, Leute zusammenzuschlagen. Ist ähnlich gefährlich, ne? Für andere und für sich selber. Ja, ist alles nicht ohne, egal welche Drogen man nimmt. Ja. Ja, eben, das ist ja das Problem. Deswegen. Drogen bleiben aber Drogen, Leute. Bleibt bei Lasagne und Schokomilch, da macht er nicht viel falsch. Außer ihr seid laktoseintolerant, dann nur Lasagne. Ist Lasagne nicht für Katze auch eine Art Droge? Hey! Hast du eigentlich schon mal drauf probiert, wie du auf Katzengras reagierst? Ja. Hast du schon mal Katzenminze genommen? Ich habe schon mal das Kies oder mit geraucht. Dem Katzengras von meiner Mutter du in der Pfote. Du darfst kein Baldrian essen, auch wenn es gut riecht. Das ist nämlich giftig für Katzen. Ich esse Lasagne. Ja. Und okay. Da bin ich auch gerade auf Entzug. Oh. Ich habe seit dem 14. Juli letzten Jahres keine Lasagne gefuttert. Also keine Original-Lasagne. Das wird Sabrina niemals verzeihen. Doch, wieso? Also keine Lasagne, die ich davor immer gegessen habe. Eine Low-Carb-Lasagne-Variante hatte ich gegessen. Ja, ja, nur diese Aldi-Lidl-Lasagne zählen auch nicht als richtige Lasagne. Doch, das ist meine Lasagne. Blauli, okay, Leute, wir moderieren jetzt ab. Ich muss Blauli kurz in die Fresse schlagen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Vielleicht drehe ich mir vorher noch einen Joint. Vielleicht bin ich dann nächste Folge doch ein bisschen gechillter und hau ihm nicht aufs Maul. Aber das geht mir jetzt persönlich zu weit. Leute, ich danke euch allen fürs Zuschauen. Morgen gibt es die Folge bei Blauli, wahrscheinlich mit geschwollener Lippe. Wir sehen uns. Macht's gut und bis dahin erstmal. Ciao. Peace. Throw your canes up.